is a great horror beneath the manor. Oh, und da. Chaos that must be destroyed. Mit willkommen zu einer weiteren Folge Tagesanschau und wir den Terminus. Heute gibt's lecker, schmecker, fressi, fressi. Und wir haben, glaube ich, schon eine Mission ausgesucht, auf die wir wollen. Und zwar war es das nicht du. Es warst du. Nicht noch eines. Ja, du bist am Saufen. Du musst die Schnauze halten. Dann Labyrinth. Wen nehmen wir mit? Was kannst du? Wir könnten Steini mitnehmen. Aber ich will fast. Ich bin fast versucht, noch ein paar Leute auf Level 3 zu bringen. Was aber nicht funktioniert. Pirate schwer. Und die Meets. Steini. Marci? Marci ist. Wieso bist du eigentlich. Ach ja, stimmt, du hast die Langeweile. Du bist immer gelangweilt. Immer zu und immer weiter. Ich lauf gerne auf einer Leiter. Lass mal sehen, was kann ich alles treffen? Du kannst die ersten beiden treffen, das ist. Nicht perfekt. Lass die Selbstheilung und Stresslinderung. Ganz cool. Du kannst ganz hinten treffen, aber du bist halt nicht. Damagio-Man, ne? Ich habe keinen Damagio-Man mehr. Wir müssen mal ganz kurz was gucken. Warte, wer war das nochmal mit den ganzen Behindy-Ticks? Ich glaube Marci. Oh ja. Ich glaube Marci packe ich heute mal in die Wiederanstalt. Ihr seid eigentlich keine Fernkämpfer, das ist mir also egal. Marci, du kommst in die Anstalt. Frucht verunheilig, ja. Geschwindigkeit in erster Runde ist mir fast egal. Du kannst ihn ziemlich öffnen. Ich will die Zoophobie wegbekommen. Und ganz doll hoffen, dass ich fast noch mehr wegbekomme. Behandlungsbibliothek. Positive Ticks und negative Ticks. Oh ja, ist nicht. Okay. Puh. Ja, muss ich gucken, wen nehme ich denn noch mit? Die Frage Fridolin oder Sir Lutz? Sir Lutz könnte ich die Krähenfüße geben. Wo ist eigentlich Kalle? Du kannst auch die hinteren zumindest vergiften. Da muss mir ein bisschen Leichen schnetzeln ausnahmsweise. Zoophobie, Strichschaden gegen Bestie, ist bei dir auch hoch. Ja! Macht der Verzweiflung? Okay. Ja, nehmen wir dich mit, ne? Macht ihr irgendwas gegen betäubte Gegner? Nee. Da muss ich euch mal so rumpacken. Du kannst alles auch ganz hinten machen. So weit, so gut. Meine Kinder. Mir fällt was auf. Bevor ich das wieder vergesse, Hoing, du brauchst deinen Präzisionsring, weil du bist ein bisschen dämlich. Haben wir noch irgendwas für dich zur Verteidigung? Hast du denn nach Klassen? Für dich haben wir tatsächlich nichts Besonderes. Maximale LP will ich dir nicht runter tun. Das klingt nämlich doof. Mehr Schaden könnte ich machen. Schaden für Ausweichen. Schaden für Ausweichen. Ist also dasselbe. Ja, komm. Dann kriegst du den geilen Armschutz. Du, mein Freund. Für Pirate Schwer haben wir auch nichts Besonderes. Du sollst ja Ding tanken. Der hätte ich gerne Verteidigung und oder Ausweichen gegeben. Kriegst du die Schüchen? Dann kriegst du. Das war's. Nee, ich hab nichts mehr für dich. Das ist alles gar nicht mal so perfekt. Pass auf. Präzision. Ist okay. Ich höre gerade den Hund rumzippeln.
Ja, Grunzi, Grunzi. Das ist mein Hund. Jetzt ist ja noch Fernkampf. Du triffst. Du bist langsam, hast ein bisschen weniger KP, aber ganz ehrlich, das sind wie viel? Ein KP weniger für doch eine gute Präzision. Dir kann ich das mit der Tugend geben, das kostet sich aber auch wieder ein. Ja, einen ganzen Widerstand. Plus auf Heilfähigkeiten. Aber Fähigkeiten sind nicht Angriffe, oder wie sehe ich das? Ja komm, dann kriegst du noch das da. Du hast nur eins, weil ich echt nicht weiß, was ich dir noch geben soll. Ja, ich kann den Widerstand gegen Gifttauchenkrankheit kommen. Das gibt Sinn. Ich habe zwar hier einen Giftheiler, aber die Krankheit brauche ich ja nicht. Labyrinthhasser. Ja, ist ja nicht so, dass du letztens voll assi warst. Ist ja alles gut. Nicht den hier, wir machen das hier. Für eine Buff-Bitch-Barbarin. Mittel, was heißt, wir campen einmal. So, ja. Wir nehmen es mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist immer gut. Wir nehmen zwei Schaufeln. Wir haben Gegengift. Bluten. Ja, komm. Wir nehmen zwei Gegenbluten mit. Kostet mich das gerade nichts alles? Das sieht nicht aus, als ob es mich was kostet. Es kostet mich alles nichts. Ja, machen wir auch alles voll. Ich meine, zur Not werfen wir es wieder weg. Ja, gib mir alles, Junge. Weil wenn wir zurückkommen, verkauft sich das wieder. Und zur Not, wie gesagt, werfen wir es weg. Aber jetzt die Fackeln. Weißt du was? Okay, wir kriegen davon jetzt kein Geld. Das wäre auch doof. Was haben wir hier noch? Zum Stecken des Verstands. Ja, komm, so viele Schlüssel kann ich hier gar nicht mitnehmen. La, 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 la. Wir werden sehr viel wegwerfen. Aber wir sind bereit. Ist ja voll geil. Sowas muss ich bemerken. Das mit der Ernte ist super geil. Da kann ich alles gratis. Ich nehme auf. Leck mich am Arsch. Das sah gerade nicht so aus. Alles gratis. Mag ich, gefällt mir. Nehme ich an. Ich habe übrigens noch nicht die letzte Folge und oder Folgen geschnitten. Ich weiß nicht, ob ich das schneiden muss oder nicht. Wahrscheinlich schon. Also gehe ich mal davon aus, ist es eine neue Woche. Ich gucke zurzeit ganz viel Smash-Zeug. Das ist schrecklich. Oh. 90% aller Räume. Ja gut, da muss ich... Hier kriege ich weniger Stress, wenn ich so rumgehe und dann zurück. Also gehen wir erstmal nach rechts. Also da muss ich weniger zurücklaufen, was Stress machen könnte. Nö. So ja nicht. Nein, 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 nein. Du bist ein Mongo. Ich will mal wissen, was das macht. Geht nicht. Was passiert, wenn ich das mache? Oh. Finde ich doof. Ich habe gehofft, dass laut Dudidum kann ich benutzen. Für mein geschundenes Gehirn. Nein. Mann, Kalle. Was ist falsch mit dir? Du hattest wieder... Ups. Ne, hast du nicht mehr. Jetzt hast du Skorbut. Ich glaube, ich muss ihm einen Tick entfernen. Und jetzt noch eine Krankheit. Wobei, du hast die Chance, mit deiner Medizin dich selbst zu heilen. So, ich weiß. Schadengeschwindigkeit, okay. Ja, lass mich mal so. Nein, Kalle. Wieso bist du so?
Wow. Das ist ja fast was Positives. Wieso ist denn hier nichts? Was passiert hier schon wieder? Ich bin fast gewillt, eine meiner ganz vielen Fackeln zu benutzen. Du und ich, hast es nicht verdient. Danke, Steini. Irgendwie ist die Mission doch schon wieder komisch. Nein. Ich glaube, ich werfe Kali bald weg. Ups, da habe ich auf mein Licht geachtet. Aber ihr seid überrascht. Euch schnetzel ich weg, ihr Penners. Gegen Gift seid ihr viel eher gewappnet, deswegen. Kannst du die beiden zerschlagen? Das wäre geil! Oh, das war schön. Das hatte viel Schönes. Mit dir würde ich gerne den hinteren zerschmettern. Und jetzt hätte ich gerne Gruppenangriff, aber sowas gibt's nicht, deswegen. Ja, einfach sicher killen. Their formation is broken. Maintain the offensive. Yeah. Also so viel Stress und das ist der erste und einzige Angriff, der. Das finde ich jetzt sehr uncool. Und das ist gut Stress. Das ist gut Stress. Fuck you. Aber ich bin voll geheilt. Oh, guck mal. Das können wir mitnehmen. Das möchte ich auch gerne mitnehmen. In Radiance, may we find weg. Ich habe daran schon ein bisschen Spaß. Pass auf. Es ist wahrscheinlicher, dass sie uns vergiften. Also tue ich das mal weg. Es ist einfach so blöd. Es ist einfach so unglaublich blöd, was ich hier mache. Dass man alles gratis bekommt, hat schon was. Hier kann ich so Weihwasser drauf bilden. Ich hab volles Licht. Cool, wir werden alle dumm. Ich gehe jetzt nach hinten, weil Steini von hier aus angreifen müsste. Norm. Oder was gibt? Hast du nicht sogar so ein. Nee, das war Pirates schwer. Kannst nichts machen. Ja, dann tu mal Steine nach vorne. Tomahawk, chop die mal beide weg. Das geht nicht. Dann Tomahawk, chop einen weg. Wow. Kann ich mal aufhören? Ja, das ist okay. Plus 5 ausweichen, minus Stressschaden. Ne, du gehst mal flott nach vorne. Ah, oh, der Stress kommt aber. Aber ich habe dieses Plus-Tugend-Ding. Wenigstens wäre das dann nicht umsonst. Heile ich mal selbst mit der Gefechtsmedizin. Oder vergifte den Mongo. Der kann nicht vergiftet werden, aber der. Dann haben wir schon mal etwas getan, ne? Dö. Wirklich. Wir lassen Pirates schwer nach vorn. Oder betäuben. Ne, ich kann den ganz hinten nicht betäuben. Ja, da ist ein Pirate schwer nach vor. Noch vor. Dulilim. Ja, entkräfte mich mal. Das ist jetzt aber ganz schlimm. So, jetzt kann ich wieder zerschmettern. Zwar zerschmettern wir dich, weil du wärst noch dran gekommen, die Runde. Das will ich nicht. Dann prügeln wir die beiden Leichen gleich mit so einem Steini-Chop weg. Das ist schön. Weißt du was, ich glaube, ich lasse sie noch ein bisschen am Gift. Wobei. Ich habe doch hier unendlich Materialien. Warum nicht benutzen? Solchen Granate aktiv. Du hast jetzt 8 Schaden pro Runde. Du bist also tot. Du hast 4 Schaden. Alter, dieses Gift ist ja richtig krass. 4 Schaden pro Runde. Das heißt, wenn ich ihn jetzt betäube, ist er tot. Schade. Aber wenn ich ihn jetzt schlage, ist er tot. Du, hier Stresslinderung, ne? Weil ich's kann, der Typ verreckt einfach am Gift. Neue Runde, neuer Tod. Ach,
schön, ja, nehme ich doch auch alles. Padüb, du? Nom nom, nehm. Das Geld hätte ich auch gern. Was werfen wir dafür weg? Hier, komm. 20 pro Stück, ja, nee. 15, 20. Aber die kann ich noch benutzen. 25. Ja, aber davon nur 2, weißt du. Deswegen nehmen wir mal das Gold und den Schlüssel, ganz ehrlich. Wir benutzen mit dir wunderschönes Weihwasser. Waschzwang. Ticketfährt ist jetzt aber doof. Weil ich hätte gern dann bei dir. Okay, das merken wir uns. Die Altar können Ticks entfernen. Vielleicht finden wir noch welche. Lalalala. Oh! Da ist was. Gehen wir da doch mal hin, ne? Ja. Hunger. Ja. Kein Problem, geht das. La 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 la. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Vor allem mit dem ganzen Zeug können wir jetzt alles ausprobieren. Ey. Lass mich doch wenigstens erstmal hier. Solchen Granate. Feuerball. Ah, 4 Schaden. Das ist einfach. Das ist was Schönes, aber. Die werden aber so schlecht betäubt. Ich will einen Richtspruch auf ihn machen. Weil wenn ich dann nochmal eine solche Granate werfe, ist er tot. Und das ist gut. Ein bisschen stärker muss ich sein. Ganz wenig stärker. Komm mal, John. Ein ganz klein bisschen stärker muss ich shiny sein. Aber die Waffe kriegen wir noch hin, wenn er Level 3 ist und die Schmiede aufgebessert ist. Chop. Na, er ist. Ja, gut, dann stirbt er sowieso. Dann durfte er mich noch in den Griff. Nun, nein, der arme Pirate schwer. Ich könnte die. Warte, wer hat als eine Krankheit? Nur du. Wir versuchen's. Manchmal klappt's. Manchmal klappt's. Ich habe schon Krankheiten damit geheilt. Sehr angenehm. Ja, komm auch Mike. Kritisch. Hast du gleich keinen Stress mehr. Ja, schön ist. Und du? Ah, ich kann sogar noch rein. Ja, stimmt. Tun wir das. Tschüss. Das ist ein flatter Junge. Nehmen. Das soll ich auch mitnehmen. Wir können campen, das ist Stressschaden, deswegen sollte ich das Essen behalten. Ich glaube, ich werde das Gegengift wegwerfen. Ja. Was bist du? Opferstein. Nix. Bandagio. Nix. Alkohol. Nix. Laudate dum dum. Nix. Fackel? Nix. Das haben wir noch nicht. Habe ich alles? Habe ich alles? Habe ich alles gegen Gift? Schaufel. Macht alles nichts. Guck, was drin hier ist. Sie. Ui. Oh, das finde ich gut. Guck mal, ist das Hund ja auch krass im Labyrinth. Immerhin. Und wir haben ein bisschen was versucht. Wir sehen, an diesen komischen Monolithen geht nichts. Ach, toll. Ganz toll ist das. Das würde ich gerne nochmal benutzen. Also Ticks entfernen ist schon geil. Also Weihwasser. Oh, kann ich. Pass mal auf, Kalle. Du das jetzt. Hier. Mit geilem Gegengift. Oder geilen Heilkräutern. Schaden bis zum nächsten Mal. Immerhin. Wir können also jetzt den Fässern was machen. Hier haben wir Uno Fallo. 70, 70, 70, mehr als 70. Ist eine Ansage.
Licht ist cool soweit. Für Loot, aber hier ist nichts. Von dem her Kakos egalos, ne? Hui! Kann ich bitte. Ich würde das gerne testen mit meinen Materialien, kleiner Mongo. Okay. Schaden bei LP und. Oh! Das wäre cool bei einer Einheit, die angreift. Das wäre cool bei einer Einheit, die angreift. Ich meine, Crit ist immer gut für Stressheilung. Aber das wäre für Steini beides viel besser. Crit und Schaden. Das ist doch hoffentlich verständlich. Vielleicht campen wir einfach ganz am Schluss, weil ich habe jetzt noch nicht unbedingt den Grund zu campen. Außer ein bisschen Stress hier, aber. Stressschmess, sage ich immer. So, weil wir nicht wissen, was jetzt passiert. Packen wir uns eine gute Fackel rein. Jetzt haben wir schon ein paar benutzt. Gut, ich habe einen ganzen Steak weggefressen quasi. Ihr seid nicht überrascht. Schattengeschwindigkeit, wie schnell bist du? 2, 6. Wenn ich dich also noch schneller mache, kannst du doch bestimmt. Aber du kannst die nicht killen. Egal. Vollgas, mein Freund. Ist sowieso schnell. Ich hätte ja auch niemand anderen schneller machen können. Oh, jetzt hast du aber dunkel gemacht. Das heißt, es gibt mehr Beute. Ich kann dich aber schon mal gut anschmettern. Oder Vergeltung. Und hoffen, dass was Gutes passiert. Oh, mit dem Vergeltungskrit wäre das geworden. Naja, was auch machen. Das ist ein Gegenschlag. Was passiert hier? Du bist crazy. Hast aber natürlich eine Low Roll bei dem, wo es was gewirkt hätte. Okay. Richtig hoch ihn killen. Weil das Skelett kann nichts. Kritische Heilung. Okay. So viel dazu. Wir werfen eine Seuchengranate. Was nicht reicht. Dann machen wir die Gefechtsmäßig und hoffen, dass es eine Krankheit heilt. Das wäre super cool. Another abomination cleansed from our lands. Nee, bitte nicht. Das finde ich sehr uncool, gebe ich zu. Arschloch. Jetzt soll ich langsam was tun. Kann ich die wegmachen? Batz! Komm schon, Gefechtsmedizin. Ich habe damit schon eine Krankheit geheilt. Oh nein. Erhöhe meine Beute. Bitch. Oh. Ja, komm. Aus dem Maul. Das ist betäubt. Ja dann. Pirate schwer. Ach, komm mal, wir noch den Gefechtsmäßig noch falsch schwer. Vielleicht halt das so? Ich weiß nicht, oder hat das nur Gift geheilt? Und. Oh, Job. Das hat weh. Das hat weh.